Blau ist der Farbreiz, der wahrgenommen wird, wenn Licht mit einer spektralen Verteilung ins Auge fällt, bei der Wellenlängen im Intervall zwischen 460 und 490 Nanometer dominieren. Licht mit dieser Eigenschaft kann als Körperfarbe remittiert sein. Ja, willkommen bei meinem neuen Video. Mein Name ist Kip Supernova. Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein wenig darüber erzählen, eigentlich über meine Lieblingsfarbe erzählen. Und ihr seht es wahrscheinlich schon an meinen Bildern und warum meine Hautfarbe blau ist. Ja, es ist blau. Und mir ist aufgefallen, dass dass mir schon immer diese Farbe gefallen hat und ich schon immer eine besondere, ich will nicht sagen Beziehung, aber besondere Gefühle entwickelt habe für Figuren, Charaktere aus der Science Fiction, aus der Fantasy, wo blau sind, also die Haut blau ist. Und ich habe mir da mal Gedanken gemacht und mich mal ein bisschen erkundigt und möchte euch auf eine kleine Reise in die Welt der Farbe blau entführen. Zuvor möchte ich etwas über die Farbe erzählen. Blau ist die unangefochtene Lieblingsfarbe der Deutschen. Blau ist die Farbe von Luft, Wasser, Himmel, Sehnsucht der unendlichen Weite. Politisch gesehen ist Blau die Farbe der Freiheit. Es ist zum Beispiel die Farbe der Europaflagge. Und weil Blau als besonders beruhigend und entspannend wirkt, fördert diese Farbe ein klares Denken und schafft Entspannung. Laut Farbpsychologen eignet sich diese Farbe, also Blau, tatsächlich als Wandfarbe fürs Schlafzimmer. Das ist jetzt ein kleiner Widerspruch zu dem, was man über Farbpsychologie eigentlich weiß. Man denkt, weil Blau vermittelt auch Kühle, steril, nicht ganz steril wie Weiß, aber halt auch etwas Steriles. Und es ist allgemein erwiesen, dass man in Räumen, die blau gestrichen sind, schneller friert oder sich kühler fühlt. Da war ich jetzt so ein bisschen überrascht, dass das eine ideale Wandfarbe für Schlafzimmer wäre. Auf mich wirkt Blau eher inspirierend, also eine Mischung aus Entspannung und Inspiration. Man muss sich das so vorstellen, wie an einem kühlen, verschneiten oder verregten Tag, aber man sitzt in einer warmen Stube, vor einem guten Buch oder vorm Computer und ist total inspiriert, etwas zu schreiben oder etwas zu lesen. Und so wirkt Blau auf mich. Also Blau ist, ja, das ist so wie eine eigene Welt. Ja? Und ich verliebe mich regelrecht immer in Charaktere, deren Hautfarbe blau ist. Blau, ja. Eine meiner absoluten Lieblingszeichentrickserien, eine der ersten, die ich überhaupt als Kind gesehen habe, war Disneys Gummibärenbande. Es ist nicht überraschend, dass von Disney überhaupt einen großen Einfluss, nicht nur damals bei uns, wo ich noch Kind war, sondern auch bei den Kindern von heute und auch bei vielen Erwachsenen großen Einfluss genommen hat, sowohl von dem Inhalt der Geschichten als auch von den Charakteren. Aber ein Charakter, eine Figur hat halt immer herausgestochen aus dieser Serie und das war Gusto Gummibär oder Gusto oder Augustus Gummibär. Er hat blaue Haut oder beziehungsweise er ist ja ein Bär, ein blaues Fell und hat Charaktereigenschaften, die mir auch bei Menschen sehr sympathisch sind. Er ist kreativ, er ist gewitzt, er hat einen gewissen Charme, ja, er ist eigentlich immer gut gelaunt und eines meiner Lieblingszitate von ihm überhaupt ist: Wo bleibt deine Fantasie? Wo bleibt deine Kreativität? Das ist ja so, als würde man ein Malbuch ausmalen. Ja, er hat wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle in meiner Kindheit gespielt. Ich habe nicht nur bei ihm, sondern bei vielen Charakteren, die ich mag oder in die ich mich regelrecht verliebt habe, immer das Gefühl, da ist jemand, wo wirklich existiert und wo einem inspiriert. Ich will jetzt nicht sagen ein Vorbild,
Weil klar, man weiß, es ist eine erfundene Figur, sie ist erfunden von einem als Auftrag in einem riesigen Konzern, wo eigentlich nur zum Ziel hat, zu verkaufen und Gewinn zu maximieren, jetzt nicht um Menschen oder Kinder zu inspirieren. Gut, manche vielleicht schon, es ist ja schließlich Kunst, aber gerade jetzt bei Disney oder auch bei anderen bekannten Labels und Animationsstudios ist ja Gewinnmaximierung das Thema. Aber nichtsdestotrotz, Gusto, es hat auf mich einen sehr großen Einfluss genommen bis heute. Und komischerweise hat sich das fortgesetzt mit Charakteren, die auch eine blaue Haut und ein blaues Fell haben. Da Gusto Künstler ist, vielleicht ein paar Worte zur Farbe Blau in der Bedeutung für Kunst und Kultur. In der Literatur war die blaue Blume immer das zentrale Motiv der Romantik. Ja, also in der Romantik, in dieser Epoche Romantik, in welcher Gefühl, Sehnsucht und Leidenschaft im Vordergrund standen. Ja, symbolisierte eine blaue Blume die Verbindung zwischen Mensch und Natur, sowie Sehnsucht des Menschen nach dem Unerreichbaren. In der Kunst spielt die Farbe Blau eine wichtige Rolle im expressionistischen Künstlern, wie zum Beispiel bei Pablo Picasso. Pablo Picasso verarbeitet in seiner blauen Periode melancholische Gefühle. Yves Klein verwendete für seine Werke oftmals ausschließlich die Farbe Blau. In der Religion ist Blau die Farbe der Gottesmutter Maria, die meist in blauen Gewändern dargestellt wird. Und auch der blaue Davidstern ist auch für das Volk Israel und das Judentum eine große Bedeutung. Also die Wirkung der Farbe Blau nach dem Feng Shui, ja, ist auch nicht ganz uninteressant, ist auch sehr bedeutsam. Nämlich laut Feng Shui ist die Farbe Blau richtig eingesetzt, fördernd für das Wohlbefinden. Andernfalls sorgt sie für Unwohlsein, wenn sie falsch eingesetzt wird. Gut, da kann man sich jetzt, wenn man sich da besser mit befasst oder interessiert, kann man sich da näher damit auseinandersetzen. Ich bin jetzt nicht so ein Feng Shui oder so ein Esoterik-Fan, also wer da ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, kann das gerne tun. Es geht ja auch darum, dass ich ein wenig ergründen wollte, warum diese Farbe für mich so eine große Bedeutung hat. Blau symbolisiert auch Fürsorge, Treue und Sorgfalt und fördert zudem Sachlichkeit, Kommunikation und Denken. Ja. Interessant. Wo wir beim nächsten sind, weil das ist so, also wenn man sich die Charaktere, die blau sind und die ich mag, so anguckt, dann passt das überhaupt nicht so zum Thema Sachlichkeit, Kühlheit, sondern eher zur wilden, zerfledderten, charismatischen, ja, fast schon chaotisch. Also Gusto ist ja jetzt nicht gerade kühl und sachlich, er ist ja eher ein nicht Lebemann, sondern Lebebär, ja, und kreativ. Der nächste Charakter, eins noch dazu, hier ist auch das Bild, wunderschön, wo meine Persona Rocket zusammen mit Gusto dargestellt wird. Bin ich ganz stolz drauf. Der Link zu dem Künstler ist auch in der Videobeschreibung. Die nächste Figur, die auch blau ist, sind Goblins. Jetzt werdet ihr herkommen und sagen: Hey, Goblins sind doch grün und hässlich und pff. Ja, ich meine nicht die World of Warcraft Goblins, sondern es gibt auch blaue Goblins. Ein Autor sticht da sehr heraus, es ist Jim Hines, der blauen Goblins eine kleine Trilogie gewidmet hat, rund um den, nicht rund um den, im Zentrum, Hauptcharakter ist der Goblin Yig. Und mir war sofort dieser Charakter sympathisch. Die ganze Welt da drin, Goblins, ist auch so ein, ja, sie sind frei, ja, also sie sind frei, sie machen, was sie wollen und
ärgern Abenteurer, die sich in die Höhle begeben. Und wer sich mit der Welt der Goblins aus der Sicht von Jim Hines beschäftigen möchte, der Link ist in der Beschreibung zu dem Buch Die Goblins. Ich habe vor, jetzt ist es über 10 Jahre her, auf einer Plattform zufällig ein sehr, sehr schönes Artwork entdeckt, das leider No-Name-Artwork ist. Es heißt einfach Little Goblin. Ich habe sehr, sehr lange von diesem Künstler nichts gesehen, nichts gehört, bis ich ihn irgendwann auf Twitter gefunden habe durch einen Zufall. Und da ist dann dieses zweite Bild entstanden, was man jetzt hier sieht als Commission. Das ist praktisch die Mixtur. Goblins sind ja Fabelwesen oder Fantasywesen. Und hier halt ein Fabel-Goblin, aber halt gekleidet wie ein Mensch aus der heutigen Zeit. Und dieses Bild begleitet mich praktisch überall hin. Also ich habe es als Poster an der Wand hängen. Ich hatte es auch sehr lange als Desktop-Hintergrund. Ich habe es auf T-Shirt. Leute, wo mich besser kennen, vor allem die Leute aus dem Fandom, aus dem Furry-Fandom, die wissen, dass der Goblin eine sehr große Bedeutung für mich hat. Vor allem aber auch wieder die Farbe Blau. Und da fällt diese Erklärung aus Feng Shui und Psychologie und Farbpsychologie eigentlich völlig in sich zusammen, weil Goblins repräsentieren Anarchie, Chaos und Blau dann als Farbe für die Verbindung von Mensch und Natur und Unerreichbaren und so weiter passt da überhaupt nicht zusammen. Nichtsdestotrotz, der nächste und letzte Part, wo Blau, wo ich gesagt habe, wow, es hat mich mal wieder erwischt, ist aus dem Film Nix wie weg vom Planeten Erde, was letztendlich mich auch zu meinem Künstlernamen Keep Supernova geführt hat. Hauptfiguren in diesem Film sind allerdings Gary Supernova und Scorch Supernova, sind Brüder. Keep spielt eher eine Nebenrolle, er ist der Sohn von Gary Supernova. Aber warum Keep so eine große Bedeutung für mich hat, ist ganz einfach. Es bin ich. Ich kann es nicht anders beschreiben. Der Film, ein kurzer Abriss zu dem Film, ein paar Fakten. Der Film ist entstanden bei Splendid Animations, und Splendid Animations ist eher ein kleines Animationsstudio, das leider keine oder nicht so viele Mittel hat, jetzt seine Werke bekannt zu machen und zu bewerben, wie jetzt Disney, Pixar oder zum Beispiel oder DreamWorks. Auch sehr schade. Ich habe bei meinen Recherchen herausgefunden, dass der ursprüngliche Designer und Künstler sich vom Regisseur getrennt hat und dann völlig andere Designs zum Teil verwendet wurden für Raumschiffe, für bestimmte andere Aliens, sogar Roboter waren geplant für den Film. Trotzdem, der Film hat mich trotzdem gepackt, obwohl er eigentlich jetzt mit den ganzen Pixar und Disney und DreamWorks und Ice Age und Co. Leider nicht mithalten kann. Meiner Meinung nach haben die Charaktere und die Welt, die sie umgibt, sehr viel Potenzial, das leider nicht genutzt wurde. In Deutschland war der Film total Flop. In Amerika hat er um die 7 Millionen Dollar, glaube ich, an Gewinn eingespielt. Da war Splendid Animations eher weniger Kassenschlager rausbringt, haben sie mit dem Geld wahrscheinlich irgendwo Löcher gestopft. So ist Nix weg vom Planeten Erde oder Escape from Planet Earth in der Versenkung verschwunden. Was ich sehr schade finde. Nichtsdestotrotz, ich bin Kip. Das ist mein Avatar. Ja. Ach, Avatar habe ich vergessen. Die Navi aus Avatar sind jetzt leider hier nicht mehr aufgeführt. Aber auch wegen deren blauen Hautfarbe und natürlich auch wegen der unglaublichen Story, wo dahinter steckt, ist Avatar einer oder überhaupt mein Lieblingsfilm für alle Zeiten. Und die Bedeutung der Farbe Blau oder der blauen Hautfarbe natürlich auch. Ja, das war's wieder für heute.
Jetzt ist das Video eine Viertelstunde gegangen, es tut mir leid. Vielen Dank an diejenigen, die bis hierher geschaut und zugehört haben. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist oder ob es irgendeine Farbe gibt, die für euch eine ganz besondere Bedeutung hat. Für mich, wie gesagt, ist es die Farbe Blau. Ich habe keine definitiv ausschließliche Lieblingsfarbe. Also ich finde jede Farbe schön, wenn sie entsprechend eingesetzt wird. Aber Blau hat, wie gesagt, eine magische Anziehungskraft auf mich. Was der Name Kip Supernova für mich besonders bedeutet, kann ich euch ja in einem gesonderten Video erzählen. Da gibt es auch einiges zu erzählen. Aber bis dahin soll es mal gewesen sein. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und bleibt neugierig. Das war's. Tschüss.